Ein neuer Tag in Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden. Ich habe die ganze Zeit ja schon vom Schmalkaldischen Bund gesprochen. Aber was ist das eigentlich? 2017 war ja das große Reformationsjubiläumsjahr. 500 Jahre Thesenanschlag. Aber ganz ehrlich, überall wurde gefeiert. Aber ohne Schmalkalden, besser gesagt ohne den gleichnamigen Schmalkaldischen Bund, hätten wir 2017 gar nichts zu feiern gehabt. Denn der Schmalkaldische Bund als Zusammenschluss von protestantischen Fürsten und Reichsstädten, er sichert der Reformation, dass sie die Kindheit überlebt und Wurzeln schlagen kann. Man kann es vielleicht auch so ausdrücken, ohne den Schmalkaldischen Bund, Luther und die Reformation wären möglicherweise nur Fußnoten in der Geschichte geblieben. Ich möchte das vielleicht mal mit einem kleinen Farbenbeispiel erläutern. 1517, unser Martin ernagelt oder ernagelt nicht, so ganz genau wissen wir das ja nicht. Aber was er da so genagelt oder eben nicht genagelt hat, das finden einige im Reich gar nicht mal so schlecht. Und in diesem großen, roten, altgläubigen Reich bilden sich auf einmal blaue, neugläubige Punkte. Und klappt mir einfach, wäre Kaiser Karl V. aus dem Hause Habsburg in den 1520er Jahren nicht so extrem außenpolitisch an der französischen, vor allem aber an der osmanischen Front gebunden gewesen. Der Kaiser hätte, glaube ich, einfach nur die Fliegenbatsche rausholen müssen und hätte diese blauen, neugläubigen Punkte dorthin batschen können, wo sie nach seiner Meinung nach hingehören. Und als dann im Jahr 1530 der Kaiser zumindest eine Hand frei hat, um die Fliegenbatsche rauszuholen, weil er Ruhe, weil er Frieden an der französischen Front geschaffen hat, auf einmal schließen sich diese blauen, neugläubigen Punkte in Schmalkalden zu einer blauen, neugläubigen Kugel zusammen. Und diese blaue Kugel, nennen wir sie ruhig der Schmalkaldische Bund, die wird größer und größer, mächtiger und mächtiger. Und jetzt reicht eben nicht mehr die Fliegenbatsche aus, um gegen diese blaue, neugläubige Kugel vorzugehen. Und als dem Kaiser dann nach 17 Jahren im Schmalkaldischen Krieg dennoch gelingt, mit viel Geschick, mit viel Raffinesse, mit viel Taktik, ja, aber auch mit viel Verrat und Intrige, diese blaue, neugläubige Kugel doch noch zu zerstören, hat sich im Schutz dieser blauen Kugel der Protestantismus so verfestigt, dass er eben nicht mehr zu verdrängen ist. Und deswegen ist die Gründung des Schmalkaldischen Bundes nicht nur eine erstmalige konfessionelle Blockbildung, sondern die Gründung des Schmalkaldischen Bundes, die läutet den Beginn der Kirchenspaltung in Europa ein. Ob man das gut oder weniger gut findet, das sei dahingestellt. Aber das ist die Bedeutung dieses Bundes. Und heute möchte ich noch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön loswerden. An all die, die in den Verwaltungen arbeiten, in den Stadt-, in den Kreisverwaltungen, in den Landesverwaltungen und die unser tägliches Leben am Laufen halten. Habt ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Bis morgen.